Ja, ich hab's schon wieder getan. Ich habe mir schon wieder eine neue Säge gecheckt, und zwar die Outdoor Edge Flitten Saw. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wenn du wissen willst, was diese Säge kann, die sehr schlank, leicht und kompakt ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraft Areal auf Aldula Botte. Flitten Saw von Outdoor Edge. Als ich gesehen habe, dass das so schlank und auch leicht ist, haben wir gedacht, ich muss das Ding einfach ausprobieren. Und ja, das tun wir jetzt gemeinsam. Also es ist im Endeffekt wie ein Messer, ein Backlog-Messer, nur als Säge. Das heißt, die ist arretiert. Die ist auch relativ flexibel. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen. Das Sägeblatt ist auch ordentlich. Ich habe noch nicht herausfinden können, aber das werde ich noch tun. Da schaue ich meinen Shop vorbei. Ob man das Sägeblatt auswechseln kann, ob es da Ersatzsägeblätter dazu gibt, aber das werden wir sehen. Das Ding ist auch halbwegs robust gebaut. Ah, übrigens, es ist eine Nylonscheide mit dabei, auch sehr, sehr schlank. Das heißt, wenn du eine Säge suchst, die performant ist, werden wir gleich sehen, wie performant sie wirklich ist, aber leicht und kompakt, trotzdem eine gewisse Länge hat und schlank ist. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht diesen Anwendungsfall, und dann bist du hier richtig. Kann man die mit einer Hand öffnen? Ist die dann 42A-konform, wenn ich die jetzt mit einer Hand... Ich habe die mit einer Hand öffnen können. Achso, ist ja kein Messer, ist eine Säge. Wurscht, fangen wir an. Also gut, schau mal. Haselstock, alter Haselstock. Also der ist ausgetrocknet, ist jetzt kein frisches, grünes Holz, sondern trocken. Funktioniert, hat ein sehr, sehr, sehr schönes Sägebild, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Wir werden dann auch einen Vergleich machen mit anderen Sägen, aber die ist halt extrem schlank, und das merke ich. Das merke ich total, und das gefällt mir und gefällt mir irgendwie auch nicht, aber da werde ich gleich dazu kommen. So, so, das war's jetzt. Ja, hat alles gut funktioniert. Ich will einen Vergleich mit einer anderen Säge machen, denn nur dann macht es auch wirklich Sinn. Und zwar beginnen wir mal mit der Felco 600. Die habe ich auch schon einmal vorgestellt, und die Produkte findest du natürlich alle bei mir im Shop. Gut, also das, glaube ich, hat man eindeutig gesehen, was schneller durchgangen ist, also zumindest einmal bei trockenem Holz. Das hat die Felco auf jeden Fall die Nase vorne. Wichtig dabei ist halt Backmaß, gell? Also das, diese Outdoor Edge ist einfach viel, 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 viel schlanker, aber das muss ja nicht immer ein Nachteil sein, es kommt darauf an, was man tun will. Und dann noch einmal so ein italienisches, die gibt es auch bei mir im Shop, gebe da auch den Link, ja? Die irgendwas, was weiß ich, ja? Okay. Also, tja, die sind beide bissig. Da hat diese Flitten Saw nicht mithalten können. Das kann ich gleich einmal so, sagen. Funktioniert zwar, aber schau. Also gefühlt wäre ich da jetzt mit der Felco schon durch. Das kann, da kann die einfach nicht mithalten. Ist so, mache ich gar nicht weiter, weil es keinen Sinn macht. Schauen wir uns einmal die Zahnung an. Da jetzt von der italienischen irgendwas. Okay. Und dann hier die Felco dazu. Na gut, okay, gut, die Felco, schaut das an. Ging diese kleinen Zähnchen her. Das hat aber natürlich auch, ja... Im Einsatzgebiet ist es halt auch wiederum die Frage, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeiten durchführen möchte, indem ich zum Beispiel irgendwelche schönen Kerben raussägen will, ja, die auch, wo auch die Schnittfläche einfach schöner ist, also die Sägefläche schöner ist, dann geht das mit dieser Flippen Saw natürlich besser. Wenn ich einfach nur durcharbeiten will auf Saw, komm, ja, jetzt schauen wir mal.
Ja, also das ist einfach, da ist die Feko einfach die bessere Wahl, muss man einfach so sagen. Ja, was ist mein Fazit? Wenn ich, so wie ich arbeite, und wie ich Bushcraft betreibe und Survival Training, wobei da haben wir eh meistens keine Sägen mit dabei, und also für einen Feuerbogen auch Holz herrichten oder wirklich ein bisschen Feuerholz oder irgendwas durchsägen, was kleineres, dann würde ich die Felco oder eben diese die Queenie oder wie sie heißt verwenden. Kommt auf die Größe an. Ja. Und da tue ich mir im Moment noch schwer, wo das wirkliche Einsatzgebiet ist. Denn sie ist nicht so performant wie die beiden. Ist schmaler, das muss man auch zugeben. Vom Gewicht her, also diese Duigini, obwohl die recht klein ist, ist relativ schwer. Das ist jetzt hier, da muss ich jetzt sagen, ist die Felco. Da ist auf jeden Fall die Felco die leichtere Variante. Sie ist halt breiter, dadurch ist halt auch beim Arbeiten hast du mehr in der Hand. Also auch wenn du mehr arbeitest, dann bist du mit der Felco auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wie gesagt, gibt es natürlich auch bei uns im Shop, das ist ganz klar. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Teil hier, ich habe das Einsatzgebiet noch nicht ganz verstanden. Ich werde es jetzt noch länger in den Test nehmen. Ja. Ich habe schon, das hast du jetzt hier im Video nicht gesehen, bevor ich das Video gemacht habe, einmal reingesägt in grünes Holz und es hat auch alles gut funktioniert. Aber trotz alledem, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo hier das wirkliche Einsatzgebiet liegt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. So, jetzt komme ich auf den Punkt. Entschuldige, ich habe ein bisschen geschwafelt. Wenn ich von diesen beiden oder diese Duigini genauso, wenn ich die beide oder diese Varianten hier zur Verfügung hätte, dann würde ich eine dieser beiden nehmen und nicht diese Flippensaw. Wenn ich Bushcraften gehe, würde ich eines dieser beiden nehmen und nicht die Flippensaw. Heißt das, die schlecht ist? Nein, heißt sie nicht. Und vielleicht gibt es ein Einsatzgebiet, und hilf mir ganz kurz, vielleicht gibt es ein Einsatzgebiet, wo ich eben solche ganz schönen Kanten brauche, die die Felco nicht so gut kann, muss man einfach so sagen. Eine Knochensäge ist es ja auch nicht, also auch das kann nicht der Hintergrund sein, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich möchte Auto eine Knochensäge haben. Könnte man das benutzen als Knochensäge? Bin ich mir nicht ganz sicher. Schreib einen Kommentar, wo das Einsatzgebiet deiner Meinung nach liegt. Das würde mich sinnig interessieren. Das war's jetzt. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Bushcraft Areal auf Waldurlaub.at vorbeischauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.